So. Ist verliert. Hau mit Tackle mal kurz ein bisschen drauf. Okay. Beutel. Wir müssten doch noch irgendwo einen Köderball haben, genau. Köderball, zack. Ey. Es ist aus dem Köderball ausgebrochen. Erstmal. Dann würde ich sagen. Superball. Und komm schon. Dankeschön für dieses Carpador. Eintrag im Pokédex angelegt. Carpador. Fisch. Nein, Carpador kriegt keinen Spitznamen. Einfach nur, weil es als Slave benutzt wird, genau wie Knofensa. So lange, bis ich was Anständiges gefunden habe. Was mich jetzt ein bisschen ankotzt, ist, dass ich jetzt eins der Pokémon zumindest für diese Mission, dieses Rüberfliegen, fahren, bla, hier lassen muss. Und es wird wahrscheinlich Haarflavi sein. Leider. Weil ich so lange halt noch Carpador brauche, um mit Carpador rüber zu surfen. Sofern Carpador Surfer schon haben kann. Bevor es sich in ein Garados entwickelt. Ist das nicht witzig? Ich könnte gerade kotzen. Ich darf jetzt ein Carpador ein Level hoch trainieren, damit es sich in ein Garados entwickelt. Damit es dann Surfer lernen kann. Machen wir es so. Trainieren wir dabei unser Solio noch ein bisschen. Oh, da hat was angebissen. Da hat was angebissen. Yay. Zeig mich was. Ein Krabi. Wunderbar. Es ist ein Krabi. Wunderbar. So. Solio. Tauschen. Dönerschock. Los, Dönerschock. Dönerschock. Der Döner ist geschockt. So. Carpador hat Level gekriegt. Solio hat Level gekriegt. Nein, nicht Beutel. Ey. Und lass mich raten, ein Krabi. Mich kotzt das gerade an. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das hier gerade ankotzt. Und ja, es ist eigentlich nur aus purer Sturheit, weil ich kein Krabi haben wollte. Weil Krabi kann, glaube ich, direkt Surfer lernen. Aber ich will kein Krabi haben. Ich mag Krabis einfach nicht. Oh mein Gott, dieses Krabi kann noch etwas anderes außer Härtner. Und stirbt dadurch direkt. Weil es anders ist. Ganz stark an mir und ist alles halt angebissen. Ein Carpador! Das gefangene Carpador greift an. Los, Carpador! Carpador männlich gegen Carpador weiblich. Wunderbar. So, Leo, komm her. Tackle. Du kannst mich mal. Kennst du eigentlich meinen Donnerschlag? Tackle, du kannst mich. Kennst du eigentlich meinen Donnerschlag? Gut. Freut mich, dass du den auch kennengelernt hast. 28 Erfahrungspunkte. Ist das nicht süß? So.
Ich weiß, es bringt überhaupt nichts, die Position zu verändern. Weil es einfach nur pure Glückssache ist, was angreift und wer angreift und wieso er angreift und bla. Aber es gibt immer diese Illusion. Die Illusion ist immer schon da gewesen. Dass sich irgendwas verändert, sobald man seine Position bewegt. So, wie lange braucht Kabado denn noch? Ich habe nämlich nicht so lange noch. Muss das sein? Ich meine wirklich, muss das sein? Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur stinkarschlangweilig. Es ist wirklich einfach nur stinkarschlangweilig. Gott verdammt. Solio macht sie eh alle platt. So, jetzt hauen wir uns gerade noch einen Supertrank hinter die Binde mit Solio. Und dann würde ich sagen, Leute, kleiner Spul, bis gleich. So, da haben wir endlich unser Gyarados. Auch wenn es lange gedauert hat und das wird mich so weit zurückwerfen, dass dieses Drecksding. Ich hatte gerade eben auch kurz war kurz davor, der Sterne zu fangen, aber dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du so viel Mühe gegeben. Das kannst du jetzt nicht so einfach machen. Tausch Solio nach vorne. Ach nee, nein, nicht angeln, nicht angeln, nicht angeln, nicht angeln, danke. Jetzt muss ich erstmal hier im Beutel wieder was ändern. Und zwar Fahrrad auf Wahl. Jetzt darf ich nämlich erst nochmal was machen, damit Solio nämlich nicht da komplett verreckt. Bla, Book Center. So, Pokémon sind wieder topfit. Jederzeit wieder vorbei. Alles klar, hau mal ab. Hier rüber. Nach ganz rechts. Gyarados Surfer. Ach ja, jetzt kommt die ganze Geschichte mit den Wasser-Pokémon. Die sich eigentlich nur auf ein einziges Pokémon beschränken. Und zwar Tentachas. Überall nur Tentachas. Und Tentoxas. Es gibt ja nichts anderes in diesen Gewässern. Nö, wieso auch? Es ist völlig... Es könnte ja was anderes geben, aber nö. Glaube ich nicht dran.
Es soll hier auch anderes Zeug geben, aber ich glaube da ganz ehrlich gesagt nicht dran. Aber so gar nicht. Weil, Tantara, ihr könnt ja gerne mitzählen. Das ist Nummer 2. Superschall hat keine Wirkung, das finde ich immer sehr positiv. Oh, Umklammerung. Ein Schaden. Job dort. So, Nummer 2. So, Nummer 2. Hey, sie lassen uns in Ruhe. Oh mein Gott. Nein, lassen sie natürlich nicht. Nummer 3. Auf dem Donnerschock. Oh mein Gott, nein. Das hat sogar geklappt. Jetzt sind wir selbst verletzt. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Flucht. Nummer 3 auf jeden Fall. Nummer 4. Sag ich doch. Donnerschock, down. Ist effektiv, mir egal, weiter. Ich meine, für Solio ist es natürlich ein astreines Training, aber... ansonsten ist es nur nervig. Nummer 4? Nein, Nummer 5. Das ist Nummer 5. Keine Lust mehr. Deswegen habe ich meistens keine Lust mehr, deswegen. Deswegen habe ich keine Lust mehr, deswegen. Flucht unmöglich, du mich auch. Da kommt jetzt irgendwann eine Donnerwelle. Gegner Tataras paralysiert. Dadurch kannst du nicht immer angreifen. Nicht mehr verwirrt. Dankeschön, Donnerschock. Noch einmal down. Gucken wir mal. Sag ich doch, schön besiegt. Okay, vielleicht erreicht Solio immerhin so Level noch zu Level 22, bevor wir die Insel erreichen. Nein, tut. Oder? Nee, nee, das wird er nicht schaffen. Unmöglich. Säure macht keine Auswirkung. Aber vielleicht sollte Solio noch Level 22 erreichen, bevor wir... Ah ja, ich weiß auch wie. Gibt dann nämlich was Schönes. Was richtig, richtig Tolles. Nennt sich Level Up. 22. Ich habe nichts gesagt. Wo sollen mich mit... Ach, die mystischen Wesen, ja. Nee, ist klar. Pokécenter. Pokécenter, 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 Pokécenter. Gucken wir mal. Heilen, auch wenn wir nicht viel verpasst haben. Dum, 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 dum. Komm jederzeit wieder vorbei. So. Kampf-Pokémon. Du solltest ein Psycho-Pokémon. Ein Psycho-Pokémon habe ich nur eins und das kann leider keine Psychokinese. Leider noch nicht. Geht es nicht gut? Ich hab's. Ich sollte das Problem lösen. Seht, er hält Geheimtrank. Gut. Geheimtrank, Geheimtrank. Da ist eine Arena. Was wollt ihr? Gar nichts, da war ich gerade eben. Willst du etwas? Ja, du gibst uns dein Pokémon, das will ich gar nicht.
Was bist du? Fotostudie? Nein, kein Pokémon zu. Schnappschuss zur Erinnerung. Mir sind meine Pokémon erstmal egal. Arena. Ihr seid alle Schlägertypen, habe ich gehört. Das heißt, Apfel sollte relativ gute Chancen gegen mich haben. Und so viel fehlt ihm auch nicht mehr zum Level-Up. Beutel. Habe ich noch. Und nee. Gut. Ne, Moment. Setz mich nach vorne. Er ist schon noch schon vorne. Er ist doch schon vorne. So, dieses Band wird nicht zerreißen. Du mich auch. Ich werde dir ein Band um die Hände legen, dass du nicht zerreißen kannst. Xaver, setz Kikli. Ich mag Kikli. Ich mag Kikli. Ich mag Kikli. Ach du Scheiße, Level 27. Oh. Hypnose. Apfeltot. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich probiere hinterher zu kommen, leveln und sonst was, aber ich bin so unterlevelt. Das ist echt traurig. Und ich weiß noch nicht mal warum. Ich weiß echt nicht warum. Ich wüsste es gerne. Mein stärkstes Pokémon einfach so down gehauen. Komm schon, Kilo. Ruckzucki.